Ezio Auditore, tapfer von euch, sich mir alleine zu stellen, aber auch recht töricht. Assassine. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind zurück in Roma und müssen jetzt diesen Stall hier aufwerten. Was wir doch mal ganz schnell tun. Damit nehmen wir ein wenig Geld ein. Was ja immer ganz gut ist. So, dann reiten wir noch mal hinterher. So. Bloß keinen berühren. Damit wir hier keinen Stress haben. Okay, das sind wenigstens zumindest, dass wir ein bisschen miteinander reden. Aber anscheinend nicht. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Ah, jetzt. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen. Nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Okay. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Kommt hierher so, zurück! Und hinterher da. Dumm Dieb. Dankeschön. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Boah, Junge. So, den haben wir. Und dann gehen wir weiter wieder zu Machiavelli. Salute. Salute. Ja, auf das Volk hören, ich weiß nicht. Das hat vorher schon nicht so wirklich geklappt. Ob das jetzt funktioniert, also wir haben schon so viel versucht, in zwei schon. Ja, gegen Ende hat sich das Volk gegen den in Florenz gestellt, aber ist das wirklich gut gegangen für uns? Ja, am Ende des Tages nicht. Und ich glaube auch Ezio liegt falsch mit der Ansicht, dass der Tod von Rodrigo Borgia nichts geändert hätte. Es hätte es auf jeden Fall nicht so einfach gemacht mit ihm. Bin ich der Meinung. Also ich glaube, es wäre nicht so einfach gewesen, für die Borgia hier in Rom Fuß zu fassen. Glaube ich. Aber mal schauen, was noch auf uns zukommt.
Hören wir erstmal Machiavelli ein bisschen zu und schauen, wie es weitergeht. Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Wir haben mir das Vorschaubild für diese Mission kein gutes Gefühl gegeben. Finde ich jetzt aber okay. Müssen wir mal schauen. Aber das Einzige, was ich mal mache, weil ich das jetzt gerade im Hintergrund extrem laut habe. Ich weiß auch nicht warum. So. Hey Desmond, ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ja, ich will jetzt erstmal Machiavelli folgen. Bevor wir hier mit dem Adlerauge irgendwas suchen, was Subjekt 16 gemacht hat. Aber ich muss echt sagen, das Spiel ist so an sich extrem laut. Ich muss das wirklich mal ein bisschen einstellen. Ich weiß, ich mache jetzt seit 3 Folgen immer wieder mal eine Pause, um das einzustellen. Aber das ist echt Wahnsinn. Wie laut das ist. So, jetzt aber. Ja, jetzt hört sich's auch deutlich angenehmer auf dem Ohr an. Vielleicht bin ich dadurch ein bisschen lauter, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Ich finde ihn aber auch sehr zynisch. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. Okay. So, danke, her damit. So. Haben wir hier eigentlich ein Adlerauge? Ich glaube da oben. Nee. Hier haben wir gar keins. Okay, das wundert mich auf dem Kolosseum. Kein Adlerauge. Das ist doch fake. Naja. Also den Kurier hier zu fangen war ja jetzt total easy. Also Geschwindigkeit hat der Typ nicht gelernt. Also das war viel zu einfach. Aber naja. Lieber so, als jetzt so 5 Stunden dem Typen hinterher zu rennen. Nein, ihr kennt mich nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich bin noch hier, nur Mann. Warum müssen die jedes Mal auf mich zukommen? Ich habe gar nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. So. Da müssen wir, glaube ich, hoch. So. Dann mal hoch hier. Und schauen, was als nächstes auf uns zukommt. Aber ich finde irgendwie, Machiavelli verhält sich ganz komisch. Auch im Vergleich zum letzten Part. Also ich glaube, der ist wirklich extrem sauer darüber, dass wir Rodrigo Borgia am Leben gelassen haben. Aber ich glaube... Wirklich, also irgendwie habe ich das Gefühl, wie Ezio so langsam immer mehr.
Auch wenn ich in der letzten Folge noch die Theorie hatte, dass es nichts gebracht, also dass es doch was gebracht hätte. Ich glaube, so langsam vom Standpunkt Ezios gebe ich ihm recht. Denn, sind wir mal ehrlich, er hat einen Sohn. Das heißt, der Sohn hätte eh dasselbe gemacht wie jetzt. Er hätte sich an Ezio gerecht und auch an der Bruderschaft. Also, warum sollte er es jetzt nicht tun? Weiß ich nicht. Damit. Was ist das? Was sind das für welche? Weg mit dem. Weg mit dem. Schnell. Ja, mit dir auch weg. Nee, auch mit dir weg. Bist du auch weg? Du bist auch weg. Nein, keine Chance. Auch mit dir weg. Los. Danke. Wo kamen diese Mörder nur her? Schauen wir mal, was wir hier alles so finden. Ach, keine Gesundheit verlieren. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er gleich zuschlägt. Nee, ich will jetzt keine volle Synchronität erreichen. Mir reicht es, wenn ich hier so ein bisschen die Story durchspiele, liebes Game. Das können wir irgendwann mal in Angriff nehmen, privat. Kann ich das für mich spielen? Brauche ich das nicht in einem Let's Play hier jetzt versuchen auf 100%. Das soll ein Let's Play sein. Liebes Game. So, aber die haben wir. Dann gehen wir mal weiter. Und schauen, ob wir hier jetzt den Weg zum Machiavelli finden. Es ist, glaube ich, nicht das Beste, Ezio dahin zu gehen, wo die Feinde sind. Das ist echt nicht gut. Okay, jetzt müssen wir den Schrein von denen finden. Den Romulus. Wenn ich es richtig ausspreche. Okay. Dann machen wir das mal. Hier hoch. Hier rum. Da rüber. Zack. Da. Rüber. Okay, doch nicht. Ach, Mann, 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 Mann. So, noch einmal. Hier hoch. Hier hoch. Hier rüber. Dann müssen wir da rüber. Zack, zack. Zack. Und darüber. So, was bewegt sich denn? Okay, wir müssen das Becken mit Wasser füllen. Ja, man sieht schon unten im Becken, da sind Risse. Ich glaube, durch das Gewicht des Wassers wird sich dann der Boden, wird der zusammenfallen und dann öffnet sich der nächste Gang. Dann öffnen wir mal gleich direkt das nächste Wasserfass. Genau. Boah, wo können wir jetzt weiter? Hier. So, rüber.
darüber. So hoch. Da hoch. Darüber. Jetzt müssen wir darüber springen, glaube ich. Genau. So. Boah, zum Glück. Hat er sich jetzt nicht ganz verbuggt. So, und jetzt noch ein Becken, einen Hahn füllen, obwohl eigentlich ganz ehrlich, so oft wie das Wasser hier weiterlaufen würde, wäre das schon längst voll. Aber naja. Wir nehmen es mal so. So, und hoch. Und zack. Das sollte, glaube ich, den Boden brechen. Ja. Das war sehr offensichtlich. Liebes Spiel, was du davor hattest. Mal so. So. Und so. So. Da müssen wir irgendwie hin. Okay. Flagge. Okay. Borgia-Banner. Okay. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier hinten weiter? Nee. Dann kann's ja nur hier weitergehen, oder? Nee. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Okay. Dann müssen wir mal hier rüber gehen. No. Zack, zack. Zack. So. Da. Hier weiter. So. Oh Gott. Oh Gott. Nicht cool. Hier hoch. Darüber. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Tür auf. Und weiter geht's. Julius Caesar hier. Aber ich weiß nicht. Also wir hätten eigentlich weitergehen können direkt nach Machiavelli. Weil den Mist hier... Och man, Ezio. Ich will hier gar nicht diese ganzen Tempel erkunden. Ja, das Spiel will mir damit jetzt wahrscheinlich zeigen, dass wir mehrere finden. Aber ich will die gar nicht entdecken. Bin ich ganz ehrlich. Ich die langweilig finde. Diese ganzen Rätsel. Egal. Wir kriegen es schon hin. Sollten wir uns jetzt nur nicht fallen lassen, ja. Könnte böse enden. Oh Gottes Willen.
rüber. Dann einmal hoch, Herr Ezio, Auditore. So, dann weiter. Nein, da hoch. Okay, dann nicht. Machen wir es halt so. Entschuldigung. Herr Auditore. Tut mir echt leid. Zack, zack. Aber wenn die den ganzen Weg hier gehen, selber immer, dann Prostmahlzeit. Oh Gott. Also da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. So, das Ziel ist ja gefühlt eigentlich nur Leute beiseite schaffen. Ich weiß, da oben ist eine Borgia-Fahne, aber die hole ich mir nicht. Weil, wie gesagt, ich möchte hier einen Let's Play machen und keinen 100% Run. So, wo sind wir jetzt? Okay. Alles klar. Was ist dein Problem? Arrrr. Ich dachte, Black Flag kommt erst noch. In der Let's Play-Reihe. Aber anscheinend haben wir es hier schon. Voila. Ezio, da waren wir ein bisschen zu schnell. So. Oh, wow. Und ich war zu blöd. Dann. So lang. Hier rum. Weiter geht's. Hier rüber. Darüber. Loslassen. Nun komme ich wieder hier hoch. Ist der blöd? Dass das keiner mitkriegt. Was ist los mit denen? Kann es sein, dass sie dumm sind? So, rum. Zack, zack, zack. Und da sind wir. Okay, irgendeine Synchronität schaffen wir jetzt nicht. Das ist mir aber egal, genau. Wir sollten das hier alles innerhalb von 8 Minuten schaffen. Mir egal. Muss ich jetzt nicht unbedingt. So. Ja, hier hoch. Ich glaube, wir müssen einmal im Kreis. Ja. Zack, zack. Hier rüber. Darüber. Aua. Ja. Könnte helfen, wenn ich stürze. Könnte auch helfen, wenn du mal leise bist. Wäre eine Option, Ezio. Einfach mal leise voranschreiten. Du musst nicht gleich jedem mitteilen, hey Leute, ich bin hier. Wir sind hier nicht bei Bad Boys for Life. So. Dahin. Gerade so. W-
Wenigstens haben wir Ruhe. Perfekt. Wir bringen die Ruhe mit. Ein Rückweg, wenn ich falle. So. So. Komm mal hier hoch. So. Okay. Das sind unsere Schätze. Das nimmt man auch gerne zum Beginn eines Spiels. Geil, ich habe eine Tomate. Was die Tomaten mir bringen? Keine Ahnung. Aber wir haben Tomaten. Dann da noch. Dann einmal hier rüber. Und den großen Schatz. Okay, das sind Schriftrollen. Und so sieht ein Umhang von denen aus. Also die Rüstung. Alles klar. Also ich glaube, wenn wir das alles zusammensammeln, sammeln wir auch die Rüstungen von denen. Könnte... Zumindest für die, die diese sammeln, sieht bestimmt ganz cool aus. Für mich ist das jetzt nichts, unbedingt. Und es war halt wirklich nur da, um zu zeigen, hey, das könnt ihr dieses Mal freischalten. Okay. So. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten. Und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Gatzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Dann folgen wir dir mal ein weiteres Mal, Machiavelli. Bin ja mal gespannt, wer es jetzt ist. Im Inventarmenü wurde eine neue... Okay. Wow, wir machen ganze 52 Florentinen. Das ist ja... Puh. Mach bloß nicht zu viel, Ezio. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Also das kann einiges vereinfachen, natürlich auf der Reise, wenn wir viele Tunnel frei machen. Weil dann brauchen wir nicht ewige Kilometer latschen. Das macht auch, ich sag's mal, das ganze Let's Play ein bisschen einfacher für uns. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene.
Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Okay, also sind wir zur Freundebeschaffung unterwegs dann. Alles klar. Also, bekommt da jetzt nichts gegen. Sieht aber ganz nett hier aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was wir alles erreichen werden auf der Reise. Und vor allen Dingen, was es bedeutet mit Freunden suchen. Also, das würde mich zumindest mal interessieren. Der Krieger, der Liebhaber und der Diebe. Sequenz 3. So, dann sind wir mal direkt neben dem Adlerauge. Das aktivieren wir auch mal. Direkt. Dann haben wir es hier einfacher. So. Jupp. So, dann gehen wir einmal kurz hier hoch. Nehmen uns noch mal kurz das mit. So. Ah, okay, hier können wir dann auch reingehen. Und synchronisieren das Ganze einmal. Ich schaue gleich mal ganz kurz, also nicht wundern, wenn es kurz steht. Ja. Eine Mission können wir noch machen in der Folge, würde ich sagen. Upsa. So. Eine kriegen wir noch hin. Das heißt, wir markieren uns mal was kurz auf der Map. Was wir denn machen können. Machen wir das ganz gute Ding da. So, einmal hoch hier. Und einmal hier hoch. Ne, einmal hier hoch. So, rum und dahin. Dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat, mit diesen Freunden besorgen. Auch wenn wir jetzt noch nicht viel von der Map frei haben, aber schon mal ein wenig. Das werden wir natürlich wie in Assassin's Creed 2 handhaben, dass wir so viele Adleraugen mitnehmen, wie es geht. Einige davon müssen wir dann natürlich hier diese Lager stürmen, um an die dran zu kommen. Beispielsweise da oben. Obwohl, das können wir doch gleich mal erledigen. Dann machen wir das als kleine Mission, dass wir da erstmal das Adlerauge zumindest holen. Und versuchen, das Adlerauge zu kriegen, ohne entdeckt zu werden. So. 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 Hab ich dich. So. Einmal hier hoch. Aua. Aua.
So, jetzt schnell hoch hier. Schnell weg hier. Damit sie mich nicht sehen. Müssen wir da runter. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin, da hochzukommen? Ohne jedes Mal hinzufallen. So nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Och Mann, ich war gerade fast drin. Okay, wir gehen lieber. Wir machen lieber die Mission. Das Adlerauge wird nichts. Ohne unentdeckt da hochzukommen. Mal den Volk hier. So. Und dann gehen wir einmal weiter hier zur Mission. Schauen mal, was hier die Mission ist. Wenn wir es denn dürfen. So. Weg mit dem. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So, komm her. Los. Weg mit dem. Und kurz hier rein. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Okay. Ja, das schaffen wir noch in der Zeit. Dann müssen wir das mal machen. So, hier rüber. Hoppala. Ja, Entschuldigung, ich weiß, dass ich ein Idiot bin. So, hier rüber. Dann hier rüber.
ganz schön weit. Ich hätte echt das Pferd nehmen sollen. So, zack. Zack, zack. Ich will auch nur das Lösegeld zahlen. Ich weiß es selber nicht, was ich hier tue. So. Nee, schon lange nicht mehr. Da ist er. Dann zahlen wir das mal. Seid ihr wegen der Hure hier? Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Idioten. Beiseite. Weg mit dir. Kannst du vergessen. Du kannst es auch vergessen. Was? Lass mich gehen. Scheiß würdest du tun. So. Der ist irre. Ach. Nein, nein, will ich ja auch gar nicht. Nee, der hier ist keiner bekannt. Och Mann, ich will auch nur hier weg. Mit dem albernen Mann habe ich schon öfters gehört. So, weiter geht's. Noch einmal zurück. Müssen wir die Nachricht überbringen, dass wir es leider nicht geschafft haben, das Leben dieser Frau zu retten. Ja, aber das ist halt die Gegebenheit, ne? Die netten Damen, diese Prostituierten, waren damals schon nicht viel wert. Leider, heutzutage ist es ja fast ähnlich, sogar, es hat sich sogar eher umgedreht, sondern es gibt ja jetzt einige Berichte schon auf YouTube, wo man das sieht, dass die, dass es eher andersrum jetzt sogar ist, so langsam, dass Männer heutzutage von denen verarscht werden. Aber hier ist es halt so, meine Güte, dass diese Dame hat ihnen nichts getan, also... Die hätte auch ruhig am Leben lassen können, also... Finde ich ein bisschen übertrieben, wie der damit umgegangen ist. Aber hey, jedem das seine. So. Dann haben wir hier... Nein! Wow. Ja, danke. Ich gebe mal ein bisschen Kleingeld dafür. Ich mach das hier nicht umsonst. Dann müssen wir leider jetzt die Nachricht überbringen. Ich hätte gerne eine andere Nachricht überbracht, aber dieses Mal waren wir ein bisschen zu spät. Sogar ein bisschen sehr zu spät. Okay, ist oben. Dann gehen wir hoch. Okay, wir gehen doch nicht hoch. Wir gehen doch hoch. Claudia!
Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Okay. Damit wird das Geschäft jetzt hier auch geleitet. Okay, drücke Dreieck, um mit dem Architekten zu sprechen. Ja, aber da müsste ich erstmal bei dem ankommen. Glaube ich. Ja. Und ich glaube, der ist vorne. Dann reden wir mal kurz mit dem noch. Ich ziehe diese Folge gerade ein bisschen in die Länge, aber egal, das machen wir noch kurz. Hallo. Okay. Ja. Kann man mal so machen, das Aussehen. Bitte schön. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Okay. Damit haben wir das jetzt auch erledigt. Und können in der nächsten Folge weiterfahren. Um herauszufinden, wie wir hier das Ganze weitermachen können. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr abonnieren wollt, das ist alles kostenlos. Unter dem Video könnt ihr das gerne machen. Und ich bin gespannt, was noch auf uns wartet, weil wir müssen Freunde sammeln. Hier haben wir die ersten gefunden. Mal schauen, welche Freunde wir noch finden, um unseren Weg hier einfacher zu machen, um an die Borgia-Familie ranzukommen und sie endlich zu stoppen. Aber bis dahin müsst ihr noch warten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.